Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Feed the Beast Unleashed mit Maxi McFly. Hallo! Und mit Gorubai von Campus LP. Hallo! 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 Ein Schwein! Was hier sind Stones, aber wenn ich die so abbaue, dann, wie ihr sehen könnt, werden die dann bitte so zu Cobblestones. Und das ist Englisch und das heißt, Dieselstein. Irgendwas mit Stein. Und, dann gibt's auch noch, Dirt, das heißt, Staub oder so. Das, die Erde ist so mit Staub bedeckt. Also, es gibt noch so Binome. Ich glaube, die heißen Binome und, da sind nicht immer alle gleich. Gibt's auch noch so Bäume und Gras. dann gibt's noch so Monsters, also so Zomben und Endermänner. Die sind so ein bisschen schwarz. Und ich glaube, die verfolgen einen, aber nicht immer. Weil Diamantrüstung schützt einen davor. Aber Diamant ist voll selten, so ungefähr wie Kohle. Ja! War's das? Ich weiß nicht. Bitte rede mir nicht rein. Ich kommentiere hier gerade. Und wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Schnauze halten. Ich schütze die Zukunft, ich bringe sie jetzt um, okay? Ist das jetzt hier der Boden eigentlich? Ja, okay, den sollte ich nicht abbauen. Wieso geht das hier nicht? Was hast du denn? Immer noch am Lager? Ja. Hui. Habe ich jetzt echt 2 Minuten so geredet, es tut mir leid. Ja. Jetzt habe ich auch Muskelkater in den Wangen. Ich bin der Just in Place und ich zeige euch halt die Hühnerfarm. Die Hühnerfarm? Da kriege ich meine ganzen Chicks her, wenn ihr versteht, was ich meine. Gott. Oh Gott, töte mich. Ja, please. Kill me, please. Leiter. Was hatte ich jetzt vor? Nein! Fuck it. Fatal! So. Dann mache ich die Decke und den Boden. Und dann dauert es nicht mehr lang, dann ist unser Schlossgrundriss komplett fertig. Schloss ist erbaut, die Königin ist erfreut. Um den Dungeon-Keller kümmern wir uns dann später. Wie ging das hier nochmal? Die dunklen Hallen mit den Kerkern und Folterbänken kommen dann später noch dazu. Apropos Folterbänke, was steht eigentlich auf unserem verbessertes Lager? Das haben wir ja schon lange. Das glaube ich, kann ich mal abnehmen. Irrenanstalt, Anisturm. Können wir auch abnehmen, fertig. Weiß ich nicht. Die Gummizellen fehlen. Ach Mann, oh. Was ist denn das hier, ey? Und vor allem Connys großen Traum müssen wir noch erfüllen. Die Schokoladenfabrik. Die Schokoladenfabrik. Und die Schokoladenfabrik, wo er kleine Kinder hin entführt, die in Schokolade verwandelt. Stimmt, wir wollten ihm immer seinen Traum erfüllen. Von der Schokoladenfabrik. Ups. Dann kann man ein goldenes Ticket gewinnen. So, hast du dich in Slime verwandelt? Ich? Nee. Okay, dann kann ich das umbringen. Man kann sich hier doch gar nicht morphen. Nee, aber ich sah Tori hier das letzte Mal vor dem Lager stehen, komm hier rein und da kommt mich so ein blauer Slime an. So. Hallo! Hier, warte mal, bevor ich jetzt drauf hau. Lieber nochmal nachfragen. So. Badam. Dum, dum, dum. Oh, falsch.
Du hat's a poo. Das muss ich jetzt auch mal gucken. Wie sieht denn das hier aus? So, das ist richtig so. Das kommt weg. Das auch. Oh, wollte ich nicht. Mal gucken, wie groß hier überhaupt der Grundriss ist. Okay, dahinter geht's dann normal weiter. Funktioniert das Ding noch hier? Obwohl, ich bin hohl. Da können wir uns alle einigen. Irgendwie aus mysteriösen Gründen lädt sich meine Powerfist manchmal von, wenn ich eine neue Aufnahme starte, ist sie wieder ziemlich voll aufgeladen. Ich weiß nicht warum. Ja, war bist aber, fast hast leer du nicht und auch, dann war sie hast plötzlich. Hast du nicht wieder auch ein Dynamo, wollte ich gerade sagen? Also ich habe was, also wenn ich mich bewege, wird das aufgeladen. Aber es ist, wenn ich mich auslogge und es fast leer ist und mich einlogge und es dann plötzlich wieder voll ist, dann kann ja irgendwas nicht ganz richtig sein. Oder? Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Das ist ein wenig Spanisch. Was haben denn die Spanier sie damit zu tun? Sí, señore. Ja, du bist eine Señorita. Señorita. Sí, señorita. So, die do, die do. Aber es ist ganz gut, weil mit der Powerfist kann man schneller abbauen. Mit der Powerfist kann man um einiges schneller abbauen. Jo, als mit der Kommt ja auch drauf an, was du so drin hast, ne? Ja. Ich habe ja die von Conny. Von Gronkh? Die von Gronkh habe ich ja. Au, ich glaube, ich weiß nicht, hat Gronkh schon mal ein Modpack Let's Play? Nö, ne? Mhm. Wir kriegen. Ach Gott, wenn ich mir vorstelle. Oh Gott. Was denn? Ich stell mir gerade vor, 1000. Über. Durch wie viele Folgen hat er? 1000, 2000? Ohne irgendwelche Mods? Naja, überleg mal, wir machen das jetzt auch schon. Über ein Jahr auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und hätten wir jeden Tag eine Folge gebracht, wären wir jetzt auch schon bei 400 oder so. Hm. Also von daher. Hm. Ha. Hm. Ha. Wo war das noch? Das sind die Dorfbewohner von Minecraft. Immer noch die Dorfbewohner, ja. Stimmt. Ha. Ha. Hm. Das gehört nicht zu ihrem Sound-Repertoire. Hallo und herzlich willkommen zu einem Sound-Repertoire. In der heutigen Folge wollen wir uns zeigen, wie man richtig Repertoire kann. Und dann fangen wir gleich mal an mit unserem Standard-Repertoire. Mit unserem Standard-Rap. Repertoire? Jetzt ein Rap. Jetzt ein Rap, wa? Eigentlich bin ich gerade ziemlich satt. Ich habe nämlich vor nicht allzu langer Zeit Mittag gegessen. Vor gar nicht allzu langer Zeit. In einem unbekannten Land. War eine Anne sehr bekannt. Versteckte sich ein böser Mann. Von der Spaß ganz weit und breit. Und diese Anne, die ich meine, die heißt Nymos. Meine dicke, fette Anne Nymos. Anne fliegt durch ihre Welt. Badam-bam-bam, badam-bam. Müssen wir einbauen in unsere Musical-Folge auf jeden Fall. Das Intro, ja. Wir treffen heute Sag unsere mal. Freundin Anonymous. Wir haben jetzt nicht unbedingt einen Ressourcenmangel, aber ist es möglich, den Quarry wieder anzumachen, weil wir keine Fire-Shots mehr, Shards mehr haben? Es ist möglich, den wieder anzumachen, ja. Oder ich muss einfach mal so Fire-Shots suchen gehen. Ich weiß gar nicht, wie die aussehen. Gelb, es ist möglich, nee, rot, ne? Ja, aber ich weiß gar nicht, wie das... Ach, das sind so leuchtende Blöcke, das siehst du dann schon. Oder ist da noch irgendwas im Lager? Warte mal. Gibt's da nicht was von Ratiofarben?
Ist der Quarry noch da? Du musst eigentlich noch hier sein, ne? Hat ja keiner weggeräumt, würde ich hoffen. Ha. Ha. Die ganzen Büsche. Hast du gerade Büsche gesagt? Hey, Buddy Bieber. Dein Buddy Bieber? Buddy Bieber, ja, von den Wise Guys. Kenn ich nicht. Und wer war Justin Bieber? Justin Bieber. Ja. Da kennt sich die Anne besser aus. Ja, weil ich älter bin als er. Und darum mit Sicherheit früher mal ein Poster an meiner Wand hängen hatte von ihm. Siehst du? Bin ich pädophil oder was? Was hat das mit pädophil zu tun? Ja, what? Die Aussage ist ja böse. Hätte ich mit 18 ein Poster von Justin Bieber an der Wand hängen gehabt, der da vielleicht gerade, ich weiß nicht, wie alt ist der? 14 gewesen wäre oder so? Oder 15? Dann wäre das schon ein bisschen pädophil. Auch wenn ich eine Frau bin. Das heißt, das sind diese roten komischen... Na Gott. Feier. Oh, bist doch nur neidisch auf meinen Style. Verschwinde, du Drecksstück. So. Sie hat Style, sie hat Geld. Perfekte Körper unter Palmen. Doch wir fallen ständig um. Wir nehmen uns mal Kali rum. Hey! Gold? Ja, das ist Gold. Warum haben wir so viel Gold? Weißt du, so lange waren wir nicht mehr meinen, dass Max nicht mehr weiß, wie die Rohstoffe aussehen. Ja, das ist. Wie sah nochmal Gold aus? Aber das Problem ist, ich sehe auch gerade. Ah, da ist. Oh, Feierschatz. Gib mir her. Sag mich voll an den Ressourcen der Erde. Habgier. Reichtum, Macht und Ruhm. Der Mann, der sich dies alles erkämpft hat, war Weed Watcher. War Gold Roger. Der König der Piraten. Das Gold Roger. Über die Wolken und das Meer, einer Legende auf der Spur. Nee, immer den Wolken hinterher, so geht das. Immer den Wolken hinterher, einer Legende auf der Spur, führt dein Weg dich übers Meer. One Piece. Na 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 na. One Piece. Hatte ich damals sogar auf meinem MP3-Player drauf, das Lied. Ja. Heute noch? Nee, ich habe keinen MP3-Player mehr. Kein MP3-Player mehr? Ich hab mein Handy. Was ist passiert? Weiß nicht. Technische Evolution. Konnte so etwas passieren? Alles in einem Gerät. Weißt du noch damals, wo man eine Digitalkammer, einen MP3-Player und ein Handy dabei hatte? Ja. Ja, das kennen die Kids von heute gar nicht mehr. Weißt du noch damals? Ich hab ja tatsächlich meinen guten alten MP3-Player ausgekramt, hab gesehen, was für komische Musik da teilweise noch drauf ist, ja. Obwohl, so komisch war das gar nicht. Night Fever, Night Fever. Oh, das wird noch. Backstreet Boys und so, ne? Backstreet, back, alright! Das hab ich mich voll gekleckert. I want you back for good. Want you back? Whatever I did, I didn't mean it. Weil ihr seid heute echt in Stimmung, ihr beiden, ne? Hm. Was zur Hölle, wo bin ich hier rausgekommen? Hallo. Nasi. Oder Senorita? Bist du das? Bist du dieses hässliche Skelett? Wer ist Nasi? Bist du? Tja, Hast du bitte aus meinem Haus gekommen? Ich weiß selber nicht so genau, wo ich gerade bin. Sagen wir so, hier ist der. Oh, jetzt bin ich fast tot. Also, siehst du meinen Namen? Wo bin ich? Das ist dein komischer kleiner Weg hier zu dem. Du bist direkt unter der Treppe. Ah. Ach, guck. Schau an. Schau an. Oh. So ein kleiner Lust. Nee, ich bin gerade dabei, hier alles auszu.
Höhlen, ach, zu Höhlen und ja. Bin dabei dann hier auf diesen Turm genauso wohl wie dein linker Backenzahn. Apropos Szene. Nein, ich hatte noch kein Loch. Ne, das Hörspiel. Hat das jemand mal gehabt? Nein. Was, ich find's super. Ich weiß nicht warum. Karius und Baktus. Ja, Karius und Baktus. Ich meine, das sind voll coole Leute gewesen. Die haben ja Zähne gewohnt. Die Leute, die wird dann immer aua, aua. Dann kam er zum Zahnarzt und dann wurden die getötet. Weil sie auch so tolle Leute waren, ne? Ja. Die haben sich ganz tolle Häuser gebaut. In den Zähnen von einem kleinen Jungen. Letztens haben Julian und ich, also Julian ist mein Mann für die Leute, die es nicht wissen, uns so eine Tabelle angeguckt, was man nach welchem Studium man am besten verdient in Deutschland. Und am besten verdient man, wenn man Zahnmedizin studiert hat. Mit Abstand. Und dann, was ich auch nicht gedacht hätte, kommt BWL. Allerdings ist da natürlich die Spanne von dem, was du verdienst, sehr groß. Ich wollte gerade sagen, du kannst natürlich Leute haben, die dann mit einer Kasse sitzen, und du kannst die Leute haben, die dann natürlich bis zum Marktführer für Nordaldi gehen oder so, ne? Irgendwie so ein Kram, ja. Das ist halt das Problem, ja. Jura ist auch noch relativ weit oben und diese ganzen Ingenieursstudiengänge sind aber lustigerweise gar nicht so weit oben. Diese kommen dann so ab Platz 10 oder so erst. Am wenigsten ja, verdienen die Bauingenieure. Als Germanist verdiene ich mehr als ein Bauingenieur. Im Durchschnitt. Was witzig ist. Am wenigsten verdienen übrigens die Leute, Architektur und soziale Arbeit studiert haben. Echt? Mhm. Mit dem am wenigsten? Mit am wenigsten, ja. Ich weiß nicht, wer jetzt wirklich auf dem letzten Platz war, aber die sind also ziemlich weit unten. Ich hatte da geguckt nach, also eine amerikanische Studie hat ja gezeigt, was die Leute am wenigsten verdienen. Und die wenigsten in Amerika ist echt leider, die sind ganz mit den humanistischen Fächern, dass sie einfach echt, dass in Amerika überhaupt nichts, wo du leben kannst, im Endeffekt. So Kunst und so Kram, oder was meinst du? Ja. Ja. Kunstgeschichte und, das verstehe ich sowieso auch nicht, dass man hier in Deutschland damit leben kann, aber gut. Brotlose Kunst. Ja gut, ne? Besser man studiert das, was man gut kann, als oder was einen interessiert, als irgendwas einfach, was wahrscheinlich gut ankommt, ne? Ich meine, Tora hat auch bestimmt Lehramt studiert, weil er gern Lehrer werden möchte. Und da gibt's mit Sicherheit. Da gibt's mit Sicherheit noch, wollte gerade sagen, Jobs, wo du hättest besser verdienen können. Jeder Job. Na, das stimmt ja nun auch wieder nicht. Sogar der Müllmann. Müllmänner verdienen gar nicht so schlecht. Tun sie auch nicht. Nee, das ist halt erschreckend. Was heißt erschreckend? Ich finde das okay. Ich finde das auch okay, dass man zum Beispiel bei der Bundeswehr da so viel verdient. Weil wenn du halt Jobs hast, die gemacht werden müssen und keiner will sie machen, was machst du dann? Du musst halt viel Geld dafür bezahlen. Ist ja klar. Genauso bei so Tiefbauamt, also so, ne, so Kanalarbeiten und so Kram. Kanalisation. Will auch keiner machen. Verdienen auch ein Schweinegeld. Aber ein sicherer Job. Ja, ist ein sicherer Job, das stimmt. Nicht krass, was Scheiße gibt's immer. Es ist halt so. Abwassertechnik, ne? Also, kenne ich auch jemanden, der halt das halt gelernt hat. Also hier so, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt. Irgendwas mit Abwasser. Ich bin der Meinung, es gibt Abwassertechnik. Oder? Und halt so Chemie, ne, und so Kram ist da ja dabei und hat dann halt, wollte auch Verfahrenstechnik studieren, war dann aber doch ein bisschen hart, weil Verfahrenstechnik ist ja so mit der härteste Studiengang, den es so gibt und hat dann im Prinzip seinen Techniker gemacht, hat jetzt trotzdem einen super Job und verdient wahrscheinlich mehr als die meisten Leute, die einen Studienabschluss haben. Weil es alles mit Wasser und so weiter, Abwasser, das ist halt echt ein Job mit Zukunft. Genauso wie alles, was mit Tod der Menschen zu tun hat. Bestatter und sowas. Ein todsicherer Job, bitte mal. Ja. Todsichere Zukunft. So, wir müssen die Folge jetzt aber auch beenden. Echt? Nachdem wir über so freudige Themen gesprochen haben? Leider. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.